Da hieß im Köln ein Krankenhaus mit Menschen ohne Versicherung. Unsere Tochter Adriana hat, es ist einen Monat, ne, geboren und keine Versicherung, keine Hilfe für diese kleine Tochter, unsere Tochter. Es wird keiner weggeschickt, es wird jeder hier behandelt, untersucht, beraten, nicht? Natürlich nicht eine vollwertige Ersatz für eine Krankenversicherung. Wir können uns nur um das kümmern, was im Vordergrund steht. Ich bin Internist, bin im Ruhestand seit einigen Jahren und mache die Malteser Migrantmedizin. Hier ist eine Sprechstunde, eine ärztliche Sprechstunde für Menschen ohne Krankenversicherung. Wir haben in Köln jetzt, wahrscheinlich kommen wir dieses Jahr auf 1100 Patienten, noch eine ganze Menge. Wobei die Zahl der behandelten Kinder massiv zugenommen hat und wir auch immer auch bei Erwachsenenmedizin steigen. Das machen wir an 2 Tagen in der Woche. Und das Ende ist nicht abzusehen. Das Problem wird eher größer als kleiner. Die nächste Patientin jetzt? Ja, okay. Kommen Sie bitte. Die meisten kamen mit Kleinigkeiten, also leichteren Erkrankungen. Aber es gab einen, der war todkrank. Ein Mensch, der nicht mehr Atem schöpfen konnte. Ein junger Mann, Deutscher übrigens, der keine Krankenversicherung hatte. Der hat diese Symptome seit 2 Monaten. Und dieser Patient steht akut in einer lebensbedrohlichen Situation, muss heute noch ins Krankenhaus. An diesem Patienten konnte man genau sehen, was es bedeutet, keine Krankenversicherung zu haben und Angst haben zu müssen, zu einem Arzt zu gehen. Und es gibt auch Menschen, die keinen legalen Aufenthaltsstatus haben hier in Deutschland, die Angst haben, mein Gott, wenn ich zum Arzt muss, dann wird er mich vielleicht irgendwie melden, den Behörden, und ich muss damit rechnen, erfasst und abgeschoben zu werden. Diese Angst sind unbegründet. Unser Hauptproblem sind mittlerweile Patienten, Migranten aus den neuen EU-Ländern, die nach den Freizügigkeitsgesetzen in Europa und auch den Schengen-Abkommen einreisen dürfen. Das ist ihr gutes Recht nach dem Europarecht, das auch tun. Und aber nach dem Entsendegesetz hier noch nicht auf den Arbeitsmarkt können. Wenn sie länger als 3 Monate hier sind, verlieren sie auch ihren europäischen Versicherungsschutz und sind praktisch nicht krankenversichert. Das ist ja ein neues Phänomen. Wie kann man es politisch lösen? Kann man die Sozialversicherungsgesetze ändern, sodass da so diese Lücken, wie wir sie da jetzt in Südosteuropa sehen, abgemildert werden? Es ist eigentlich im Interesse eines jeden Landes, dass man Menschen nicht hemmt bei einer akuten Erkrankung oder in einer bedrohlichen Situation medizinisch keinen Arzt aufzusuchen. Das sollte eigentlich ein Grundrecht sein. Das sollte also auch barrierefrei möglich sein.